Guten Abend und hallo. Meine Haare sind heute mal nicht so durcheinander. Ich bin auch schon im Weihnachtspulli unterwegs. Ja, gut. Meine persönliche Meinung zu dem neuen Halo. Ich habe jetzt, da ich privat sehr viel zu tun habe, vor 3-4 Tagen Halo Infinite, also den Singleplayer, zu Ende geführt. Es war eine Reise, das durchzuspielen. Ja, mit der Open World ist strittig. Ja? Da wir in der, beziehungsweise wir haben eine Open World, wo wir dann ganz viel erkunden können, wo wir dann auch ganz viele Kämpfe machen können. Und dennoch, wenn es jetzt Level betrifft, beziehungsweise Hauptmission betrifft, haben wir dann einen linearen Level, der dann wieder so durchgefeuert wird. Es ist Halo. Also es ist nach den ganzen anderen Halo-Versionen, die waren zwar linear, aber die waren so verstrickt. Den Multiplayer habe ich ja in der Alpha, in der Beta mit den Flights etc. mitgewirkt und mitgespielt etc. Und das ist okay. Ich muss allerdings sagen, als ich jetzt den Multiplayer von der Beta gespielt habe und jetzt den mehr oder weniger fertigen Singleplayer mit der kompletten Open World, hat sich da leistungstechnisch nochmal ganz nach unten, nochmal einen ganzen Schuss nach unten geschraubt. Muss man ganz ehrlich sagen, das hat sich einen ordentlichen Schuss nach unten geschraubt. Ich habe ja hier mein Notebook, das hat noch eine GTX-Grafikkarte. Drüben habe ich ja meinen Rechner, den Hauptrechner, nicht den normalen, der noch eine GTX hat, sondern den Hauptrechner mit einer RTX-Grafikkarte. Das kann man noch nicht rechnen. Ich habe jetzt hier mein Notebook, da habe ich meist dran gespielt. Wie gesagt, ich habe über den Tag verteilt so viel zu tun gehabt, dass ich dann immer stückweise spielen musste. Und da ist noch eine GTX 1080 Ti, zwei GTX 1080 Ti drin. Mit, ja, was waren das? Ich glaube 6 GB, weiß ich jetzt nicht so genau. Jack wie Hose. Ich konnte jedenfalls auf hohen Einstellungen, es ist halt auf diesem Notebook hier noch ein 1080p Display, konnte ich dann auf hohen, ja, bei manchen Sachen habe ich dann umgestellt auf Ultra-Settings, was mich jetzt interessiert hat, von wegen Vegetation und sowas, bequem mit 60 FPS spielen. Da hat sich dann anscheinend auch ordentlich was geändert, was jetzt Patch-Gedöns angeht. Ja, der Multiplayer ist bekannt, brauche ich nicht erklären. Der Singleplayer ist, ja, es ist halt viel wieder viel Rumgehopse, viel Geballer, viel, man könnte jetzt voranspringen, wenn man jetzt nicht irgendwelche Mods nutzt oder irgendwelche Out-of-Map-Glitches nutzt, ist das eigentlich schnell zu erledigen, weil ich erledige das gerne, ehrlich gesagt, gerne mal schnell, was das angeht. Und ich muss allerdings sagen, ich habe dann aber auch jede Szene aufgesogen, was jetzt Gameplay-Szene anbetrifft, beziehungsweise eine Cutscene etc., die dann aber auch im Gameplay integriert ist, wie das bei Xbox beziehungsweise 343 Industries ja, ein bisschen zurückgegangen ist und so und dann auch nicht mehr so beliebäugelt wurde, beziehungsweise nicht so umgesetzt wurde. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, dass ich die Handlung ist ja da. Ich will jetzt hier auch nichts spoilern, also die Handlung ist da, es ist eine Grundhandlung, dann gehst du natürlich deine ganzen Missionen etc. durch, die eine oder andere Überraschung, aber letztendlich hast du dann lineares Level-Layout, wo du dann letztendlich hier und da mal einen Endboss hast, den du besiegen musst, allerdings wenn du zum Beispiel auf leicht spielst, habe ich festgestellt, ich habe auf mehreren Stufen durchgespielt, wenn du auf leicht durchspielst, ist es so, dass du diese Zwischengegner, die du so auf Open-World-Map Niveau hast, dass die sogar deutlich mehr aushalten als die Hauptendbosse in den linearen Leveln, die du hast. Das zum Beispiel, das könnte man mit einem Balancing noch ein bisschen was ausarbeiten. Und ansonsten, sagen wir es mal so, wenn du jetzt ein Xbox-Fan bist oder wenn du ein Halo-Fan bist oder wenn du, wie gesagt, generell nur ein Halo-Fan bist, nicht nur vom Multiplayer, es gibt ja die Leute, die erst dann nur spielen wegen dem Multiplayer, wie bei Call of Duty, Battlefield etc. Ist das okay? Hat mich aber nicht annähernd so rausgehauen,
Halo 5 auch nicht vom Multiplayer. Das beste Multiplayer-Erlebnis, was ich bei Halo hatte, war Halo 1. 2 noch bedingt, 3 gar nicht. Auch hier dieses Halo Reach auch nicht. Halo 4, na, das war dann halt grafisch passender, aber Balancing war dann so durcheinander. Halo 5 in der Richtung war gar nicht meins. Der Multiplayer beim neuen Halo ist halt Free-to-Play. Das lockt die meisten halt lang. Ist auch nicht meine Richtung. Aber ich bin ja generell Singleplayer-Spieler. Und da muss ich sagen, die Handlung hat gepasst. Die Plot-Twists haben gepasst. Und das Ende, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich so die eine oder andere Träne verdrücken musste, wo ich das Ende gesehen habe. Weil das war schon schwierig. Ja, also ist so dieses, wenn du so emotional an Halo gebunden bist und hast Halo 5 gespielt und bist generell jemand, der, also in meinem Leben überhaupt nicht, aber an Spielen emotional gebunden bist und hast dann nach Halo 5, nach diesen ganzen Ausfällen, wie gesagt, spoilerfrei, und hast dann nach Cortana gesucht und dann gibt es ja noch hier und da und überall, wie gesagt, da sage ich dann nicht zu, und hast dann das Ende gesehen und hast dir die Endszene angesehen, da lief mir so der Rotz das Gesicht runter. Also das war genau das, was ich erwartet habe. Das heißt erwartet habe. Aber es ist genau das, was ich erhofft habe. Und somit kann man letztendlich, somit kannst du letztendlich einen Abschluss führen, beziehungsweise einen Abschluss erhalten, was dich glücklich stimmt. Beziehungsweise kannst du damit abschließen und kannst einen neuen Anfang machen, beziehungsweise wenn du möchtest, kannst du dann auch sagen, ich möchte, dass das genauso weitergeht und genauso ist es gut. Und Halo Infinite wurde nicht nur technisch, sondern es wurde ja auch storytechnisch dann nochmal ordentlich was bearbeitet. Und denn die Demo-Gameplay-Klamotte, also ich war nicht gerade langsam, ich hatte nach 2,5 Stunden diese Gameplay-Szene, nee, gar nicht wahr, diese Gameplay-Szene, die ich hatte, die in der Demo vorgestellt wurde, war nach 30, 35 Minuten für mich verfügbar und kam dann. Und ich muss sagen, es ist stimmig, es ist gut. Ich hatte mir einen Key online gekauft, weiß ich nicht, 46 Euro, aber dann halt dieser typische, es ist halt ein Key für, nicht für Steam, für den PC, wo du dann PC-Daten hast, du kannst dann nochmal das Intro austauschen, nachher Mods etc., sondern für den App Store. Allerdings, wenn du dann für den App Store von Windows 10 bzw. Windows 11 hast, kannst du es auch als Play-Anywhere-Titel direkt auf der Xbox spielen. Das habe ich auf der Xbox Series X und auf der Xbox One X gespielt. Das lief ja gut, außer auf der One X mit dem Quality-Mode 30 FPS. Das sind nicht nur die 30 FPS, sondern eine sehr hohe Millisekundenzahl, deswegen wirkt es ruckelig, ist es aber eigentlich nicht, weil es trotzdem flüssige 30 FPS hat. Im Performance-Modus sah es trotzdem gut aus. Auf der Series X sah es wirklich perfekt aus. Natürlich keine Ultra-Einstellung, kannst sagen, könnt ihr bei Digital Foundry wahrscheinlich auch anpassen, beziehungsweise nochmal nachsehen, dass du Halo in hohen Einstellungen, aber in 4K mit 60 FPS locker spielen kannst. Auf der Series S bist du eher, ja, aussichtstechnisch bei mittleren Einstellungen, aber ja, 1440p, ja, aber wenn du jetzt ein 4K-Fernseher hast, automatisch das Upscaling ist mit drin, auf 4K, also es sieht auch vollkommen okay aus. Und wie gesagt, also handlungstechnisch ist es wirklich das, was ich mir erhofft habe zu sehen, was ich erhofft habe zu hören, zu sehen, zu fühlen. Das wurde mir dann wirklich dann mal vorgesetzt, so da, wo ich mir gedacht habe, okay, da fühle ich mich jetzt abgeholt, das passt jetzt. Ja, so, jetzt haben wir 10 Minuten voll. Haben wir nicht, kann eh keine Werbung schalten, interessiert gar nicht. In diesem Sinne, verpisst euch.